Hallo Portal-Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Portal mit Miles Mibben. Yippie! In der letzten Folge hatte ich einen Cut gemacht und jetzt sind wir in, ich glaube, es ist die Folge 5. Ja, müsste die Folge 5 sein. Ich habe gestern die Folge 4 hochgeladen, also machen wir in der Testkammer 17 weiter. Was sehe ich denn da? Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Jubi! Hä? Seht ihr das? Finde ich cool. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Danke, QB. Weiß mir, dass das nützlich ist. Machen wir hier schon mal ein blaues Portal. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Scheiße. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Ah, jetzt habe ich hier vorgehen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Jetzt nehmen wir den QB wieder mit. Jetzt müssen wir so ein Ding holen. Gut, alles von den Dingern geht schon mal. Ich das Orange mache. Dann, wenn wir Glück haben und ich hier das Blaue mache. Haben wir dann nicht die Kugel, die hier Chaos anrichtet? Nehmen wir den QB mit.
Dieses Discover sieht irgendwie ein bisschen verwirrend aus, was soll's. Aha. Hier muss das Ding hin. Dammit! Vielleicht war es doch keine so geniale Idee mit dem QB. Ah ja, mit so einem Kugel. Und so. So bald kommt da keine mehr. Fuck! Scheiße. Erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Yo, yo. Oh, oh, Würfel, 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 Würfel. Jetzt können wir uns da mit dem Blauen das Ding holen. Und mit dem Ding können wir dann noch das letzte Ding machen. Ja, und jetzt laufen wir besser weiter. Das Spiel ist manchmal so spannend, mir fehlen echt manchmal die Kommentare. Also ja, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Jetzt warten wir, bis das Ding kommt. Und dann nehmen wir den Würfel auf den Knopf und dann drücken wir da den anderen Knopf schnell.
genau so. Eigentlich doch nicht so schwer. Das sieht mir jetzt ein bisschen Jump'n'Run-Zeug aus. Worin ich nicht gerade gut bin, hätte ich vielleicht sagen sollen. Moment. Jupp, aber was soll's? Verdammt mich. Jupp, wir müssen da oben rum, also müssen wir nochmal hier so durch. Verdammt! Ich habe noch nie gesagt, dass ich schlecht in Jump'n'Run bin. Nein! Moment, da muss was anderes her. Das ist Portal. Wenn ich hier so ein Portal mache und dann hier... Fuck! Boom. Jetzt muss ich mal geschickt überlegen. Jetzt muss ich mal geschickt überlegen, wie ich das hier anstellen kann. Yippie! Fuck, 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 fuck! Jetzt steckt der Würfel da fest. Geronimo! Yippie! Ich hab's geschafft! Fast, also mache ich erstmal einen Speicherbreak. Dass, wenn Portal mal wieder abspielt, nicht der ganze Anstrengung. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Nein! Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Ach du Scheiße, nicht der Kubi. Eine Schweigeminute für den Kubi oder einen speziellen Cut für den Kubi. In 3, 2, 1, tschüss!